Und jetzt viel Spaß mit dem Neuesten von den Lilien, präsentiert von Krombacher. Ja, gute und hallo am heutigen Samstagabend zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen den BVB. Bei mir die beiden Cheftrainer Edin Terzic und Thorsten Lieberknecht. Und Herr Terzic, gerne dürfen Sie beginnen. Ja, schönen guten Abend zusammen. Extrem wichtiger Sieg für uns. Wir wollten mit dem Sieg heute ins neue Jahr starten. Und wir waren nicht zufrieden mit den ersten 15, 20 Minuten, wo wir es nicht geschafft haben, die Position so einzunehmen, wie wir uns das vorgenommen haben. Haben es dann geschafft, durch einen Konter in Führung zu gehen. Und ich glaube, der Schlüssel heute lag daran, dass wir sehr, sehr wenig Torchancen des Gegners zugelassen haben. Wir wissen um die Stärke, besonders bei Flanken und halt auch bei Standardsituationen. Und dadurch hatten sie dann die größte Chance. Der Darmstädter in der 60., 62. Minute nach der Ecke. Aber ich glaube, das war so mit das Einzige, wo es dann kritisch wurde für uns defensiv. Und in der Offensive haben wir es geschafft, tolle Tore rauszuspielen. Wir haben dann noch zwei, drei richtig gute Situationen rausgespielt, wo wir vielleicht noch mal hätten treffen können. Aber wir sind zufrieden damit, dass wir heute hier als Sieger vom Platz gegangen sind, dass wir den Null verteidigen konnten. Und ja, das war ein guter erster Schritt. Nicht mehr, nicht weniger. Aber da gab es genug Sachen, an denen wir anknüpfen wollen. Ich wünsche den Darmstädtern alles Gute jetzt für den Beginn der Rückrunde, der dann nächste Woche auf uns alle wartet. Und danke für Ihre Zeit. Vielen Dank, Thorsten. Wie fällt dein Fazit aus? Ja, erstmal Glückwunsch Edin und dem BVB zum Sieg. Er hat es auch schon angedeutet, wir sind, glaube ich, wirklich sehr kontrolliert ins Spiel gekommen, haben auch die Räume, die bei uns dann auch immer schwierig sind, die zu verteidigen, haben wir sehr gut verteidigt, weil wir eben um die Systematik und Problematik auch wissen, wie der Gegner das auch bespielen möchte. Und da haben wir, wie ich finde, das sehr, sehr gut gemacht. Problem war dann eben, dass wir mit der ersten Aktion am Flügel einen Freistoß für uns, der dann auch wieder zurückprallt, dann zwei Kämpfe verlieren und dadurch diesen Konter bekommen und der dann vollendet worden ist zum 1-0. Ich fand, dass wir dann trotzdem auch mit dem Anstoß direkt gleich wieder gezeigt haben, dass wir vor allen Dingen auch eins wieder zeigen wollen, dass wir eine gute Haltung in dieses Spiel mit reinbringen wollten, das auch aufrechterhalten wollten und haben dann in der 38. Minute eine richtig gute Chance durch Tim Skarke, der das 1-1 machen kann, und wir sehr gut rausspielen, lange Flanke dann auf den zweiten Pfosten, und das war die erste richtig gute Chance von uns aus dem Spiel heraus. Ansonsten fand ich, haben wir gutes Pressing gehabt, haben wir auch viele hohe Ballgewinne gehabt, tief geschlagene Bälle vom Torhüter konnten wir hinten auch sauber verteidigen, bis auf 1-2-10, aber das ist normal, wenn gegen so eine Mannschaft spielt. Zweite Halbzeit auch ähnliches Bild, fand ich, auch wieder sehr gut in die Partie gekommen, dann gab es immer mal wieder so einen kurzen Wechsel und dann in der richtig guten Phase dann die große Ausgleichsmöglichkeit durch Luca Pfeiffer, super getretener Standard, der eben leider nicht vollendet worden ist. So, glaube ich, bringen wir nochmal eine richtig gute Energie rein, und dann sind es die Joker, die das Spiel dann entscheiden, weil wir dann eben auch das eine oder andere dann kräftemäßig haben Tribut zollen müssen. Kam in schwerend dazu, dass Martin Bader, sage ich schon, nicht, dass ich neue Sportdirektor verrate, gell? Das ist er definitiv nicht. Matze Bader, Gott, ey. Ja, gut, rückblickend. Matthias Bader. Matze Bader musste raus in der Halbzeit mit Adduktorenproblemen, Muskel zugemacht. Und dann muss ich einen Tim Skarke, der jetzt eben derjenige ist, der den rechten Wingback spielen konnte, als torgefährlichsten Mann mit 6 Toren dann über den Flügel bringen. Das kommt dann momentan erschwerend hinzu. Aber ich glaube, ich als Trainer werde dieser Mannschaft heute keinen Vorwurf machen, werde für sie einstehen und das auch noch eine richtige Zeit lang, weil die Jungs mir so ans Herz gewachsen sind und heute auch mit so viel Herz dann auch spielen, wohl wissen, dass wir in der ersten Bundesliga eben halt auch Punkte brauchen. Aber ich glaube, wichtig ist eben, dass wir nicht alles negativ sehen, sondern in dieser Situation, in der wir uns befinden, halt auch immer, ich als Trainer vor allen Dingen auch immer die Haltung bewahre, meine Jungs mal zu kritisieren, aber auch zu schützen. Und heute, glaube ich,
gibt es auch das eine oder andere, was ich ansprechen werde, aber es gibt halt sehr vieles, was uns auch weiterhelfen wird für die nächsten Spiele. Und deswegen für euch auch alles Gute, Edin, für eure Ziele, die ihr habt und für das nächste Spiel. Und ja, das war's von mir erstmal. Vielen Dank. Vielen Dank, Thorsten. Dann ist nun Zeit für Ihre, eure Fragen. Kurzes Handzeichen bitte, Mikrofon kommt dann. Wir legen in der dritten Reihe los, verbunden mit der Bitte um Namen und Medium. Ja, Kevin Pinnow von den Ruhrnachrichten. Edin, mit Ian Marzen hat heute direkt ein Neuzugang in der Startelf gestanden. Ich denke, du kannst sehr zufrieden sein mit dem Auftritt. Wenn du ihn mal so ein bisschen skizzierst, auch wie ihr in den letzten Tagen zusammengearbeitet habt und ja, wie du seine Leistung heute gesehen hast. Ja, ich finde, er hat heute ein tolles Spiel gezeigt, hat einen Eindruck gegeben von dem, was in ihm drin steckt. Ich finde, sehr technisch versiert gewesen in engen Räumen. Kann dann mit dem ersten Ballkontakt sofort Tempo aufnehmen. Tempo hat er auch. Also ein toller Spieler, den wir schon sehr lange beobachtet haben. Jetzt hat sich das Fenster für uns dann ergeben, dazu zu schlagen und sind da sehr glücklich. Die ersten beiden Tage waren für ihn natürlich sehr intensiv. Es waren sehr viele neue Eindrücke. Er hat jetzt nicht nur das Land und einen Verein gewechselt, sondern es kommen halt sehr, sehr viele Themen dann auf einen zu, wenn es zwei Tage vor dem ersten Pflichtspiel ist. Und da haben wir versucht, die Zeit zu nutzen, sowohl auf dem Trainingsplatz als auch in ganz vielen individuellen Gesprächen, in vielen Videoanalysen, ihn dann darauf vorzubereiten, was wir heute von ihm sehen wollen. Und ich finde, er hat ein tolles Spiel gezeigt und wir hoffen, dass er da anknüpfen kann und es sogar noch verbessern kann. Ja, Jürgen Kors, auch Ruhrnachrichten, hallo zusammen. Der andere Neuzugang aus dem Winter, Jadon Sancho, hatte gleich seinen ersten Scorerpunkt geliefert im Zusammenspiel mit Marco Reus wie in alten Tagen. Ist das was, worauf sich die BVB-Fans jetzt dauerhaft einstellen können? Und wie weit siehst du ihn? Wie viel von Jadon Sancho hast du schon wieder erkannt? Ja, bei Jadon ist es ein bisschen anders. Der ist zwar auch erst seit zwei Tagen bei uns, aber der kennt ja noch alles. Das ist noch nicht so lange her. Kennt sehr, sehr viele Mitarbeiter, sehr, sehr viele Mitspieler. Es ist dann natürlich ein bisschen einfacher, vielleicht sich wieder anzupassen. Und trotzdem, ja, wir brauchen nicht über das Potenzial und das Talent von Jadon Sancho sprechen. Das haben wir alle kennengelernt. Und darüber freuen wir uns auch, dass das wieder bei uns in der Mannschaft ist. Trotzdem darf man nicht vergessen, dass Jadon ein extrem junger Spieler ist, der jetzt in seiner Karriere so die erste Delle erlebt hat, die es häufig bei jungen Spielern gibt. Bei dem einen ist es dann die fehlende Spielzeit, bei dem anderen ist es vielleicht eine Verletzung. Und bei Jadon waren es jetzt sehr schwierige Monate und vielleicht sogar Jahre für ihn. Und trotzdem ist er dann vor zwei Tagen bei uns aufgetaucht mit einem riesigen Grinsen und Lächeln und hat sich sehr gefreut, dann wieder bei uns zu sein, auf dem Platz zu sein. Und das ist genau das, was wir auch nutzen wollen, weil wir alle wissen, dass Jadon einer von diesen Spielern auf der Welt ist, die deutlich besser Fußball spielen, wenn sie lächeln. Und diese Euphorie, die er gerade mitbringt, die wollen wir nutzen. Trotzdem ganz behutsam aufbauen, das Ganze. Er hat heute wieder angedeutet, was in ihm steckt. Und trotzdem wissen wir, dass wir ihn jetzt für die nächsten Monate brauchen und jetzt nicht nur für die nächsten Minuten. Markus Philipp, Hessischer Rundfunk, danach nochmal in Reihe 3. Thorsten, an dich die Frage. Wir reden schon viel über Neuzugänge. Es sind zwar noch 2,5 Wochen bis zum Ende der Transferperiode, aber gerade nach so einem Spiel heute, und Fabi Holland hat es eben auch schon gesagt, muss man natürlich nochmal die Frage nach dem letzten Drittel stellen. Da fehlt vielleicht noch so ein bisschen derjenige, den ihr sucht. Kannst du dich nochmal versprechen und nach dem neuen Sportdirektor vielleicht auch den neuen Stürmer nennen? Nein, unabhängig davon, war nicht diskutiert, weil Martin Bader ist schon ein geiler Typ gewesen, aber hat natürlich eine ganz andere Aufgabe. Aber jetzt zu deiner Frage, ich glaube, es ist erstmal wichtig, wer bei uns gerade momentan mehr auf der Tribüne sitzt als bei uns unten auf der Bank. Fabi Nürnberger, Marvin Melem, Matthias Honzak, um die erstmal zu nennen, das sind ja welche da, die uns eben halt auch fehlen. Und das ist natürlich bei uns dann auch nochmal eine ganz andere Geschichte, die sich da eben halt auch schwer anfühlt, als vielleicht jetzt der BVB mit seinen Zielen und mit seinen Jungs, die er da hat. Aber ich möchte mich da nie vergleichen, weil wir eben Darmstadt 98 sind. Und das andere ist, ich glaube, wir werden mit Sicherheit was machen und werden versuchen, eben den Jungs was zuzuführen und das eben halt auch mit Bedacht. Die Leute, die jetzt da sind, die eben auch da jetzt durch dick und dünn gehen, die werden versuchen, das Bestmögliche eben jetzt zu machen in den nächsten Tagen und dann auch hoffentlich den einen oder anderen noch finden. Und
manchmal sieht es gut aus, aber dann gibt es eben mal eine Absage. Das ist eben bei uns halt so, weil ein paar Dinge eben halt auch immer noch passen müssen. Christian Wob von Comediengruppe. Edin, Glückwunsch zum Sieg. Anknüpfend an die Frage von Jürgen zu Jaden. Er hat heute 40 Minuten inklusive Nachspielzeit, glaube ich, gespielt insgesamt. War es von vornherein geplant, dass er so lange heute schon auflaufen kann, und hat das der Spielverlauf ergeben? Und der zweite Teil der Frage noch, oder eine andere Frage noch. Es hat heute mit Mats Hummels ein etatmäßiger Innenverteidiger gespielt. Er wurde ersetzt durch Emre Can. Niklas Süle saß lange auf der Bank. Kannst du kurz deine Entscheidung erklären, warum es dazu kam? Der erste Teil zu Jaden, auch da haben wir versucht, offen und ehrlich miteinander umzugehen, weil jetzt kriegen wir die Daten, wir sehen und kriegen die Eindrücke aus dem Training, und trotzdem geht es natürlich darum, das subjektive Gefühl eines Spielers auch mit einfließen zu lassen in die Entscheidung, wie lange dann jemand auf dem Platz steht. Und bei Jaden war es so, dass er signalisiert hatte, dass er 45 Minuten im Tank hat, und die Idee war eigentlich, ihn dann so ab der 60. zu bringen, und trotzdem gab es dann eine Situation mit Jamie Bynoe-Gittens, der schon gelb belastet war, wo es dann nochmal so eine kleine Rudelbildung gab, und da wollten wir jetzt gar kein Risiko mehr eingehen und haben dann diesen Wechsel ein paar Minuten vorgezogen. Und zum zweiten Teil der Frage, Mats und Emre, richtig? Bei Emre, also ich weiß nicht, Thorsten, wie du es siehst, aber wir werden immer wieder gefragt zu den Jungs, die dann nicht auf dem Platz stehen. Und wir sehen weder eine Auswechslung oder das, was nicht auf dem Platz steht, sondern das, was auf dem Platz steht. Und heute haben wir uns dafür entschieden, dass wir Emre mit seiner Präsenz, Emre mit seiner Kopfballstärke und Emre mit seinem Tempo heute in dieser Position haben wollten. Er hat uns da in der letzten Saison sehr viel Stabilität gegeben, besonders auch in dieser Phase im Januar hat er sich in seinen Rhythmus zurückgeholt, indem er als Innenverteidiger angefangen hat in der Vorbereitung. Und ich finde, Emre hat heute ein richtig tolles Spiel gezeigt. Und ja, wir sind Borussia Dortmund. Bei Borussia Dortmund gibt es harte Entscheidungen. Bei Borussia Dortmund stehen Superspieler in der Startelf. Es sitzen Superspieler auf der Bank, und es wird auch immer Superspieler geben, die fehlen. Und die brauchen wir aber, um unsere Ziele zu erreichen. Und das hat Emre und ganz, ganz viele andere Jungs heute richtig gut gemacht. Okay, dann danke für die Aufmerksamkeit. Ihnen und dem BVB alles Gute für die kommenden Aufgaben. Vielen lieben Dank. Danke. Das war's mit dem Neuesten von den Lilien. Präsentiert von Krombacher.